Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir haben jetzt das Level erreicht, wir können den Dolch auswählen. Jo, wir werden ihn von Shade dann senden. Also müssen wir eigentlich, ich denke mal, die Magier wegnehmen. Wir haben jetzt einfach das Problem, oder? Was wir haben. Infernal Shade, dann sind die Magier weg. Ja. Also wir haben hier noch frei und deshalb, ja, skillen wir die weg. Die brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Die sind einfach dazu da gewesen, viel Schaden anzurichten. Und haben dafür dann Transplant. Und da muss ich kurz schauen, das seht ihr nicht. Also ich kann schon machen, dass ihr das seht. Ja, Transplant. Also ich mache mal kurz, dass ihr das seht. So, da müssen wir einfach nach links und nach rechts. Irgendwie so. Was ist das eigentlich? Bone Armor, ja, das ist ziemlich gut. Und hier drüben ist einfach mehr Mana irgendwie. Ich glaube, also Mana könnten wir natürlich gebrauchen haben, dafür aber irgendwie ein bisschen weniger Life Lost und so. So gewesen. Ja, 2 und 3 und dann haben wir einfach noch Bone Armor. Also hier hoch. Ah, fehlt uns dann die Punkte. Okay. Mal schauen, wie es geht. Aber eben, es könnte natürlich auch sein. Ja, ein Skelett werden wir noch verlieren. Nehmen wir den Schwächeren weg. So. Also. Wir brauchen das ja nicht unbedingt zu zünden. Ja, okay. Und zwischendurch auch. Jo, im letzten Part ging es halt wieder ein bisschen schlechter mit dem Abstürzen. Es gab mehr Abstürze. Aber ich habe jetzt auch noch den Streamer-Modus mal angemacht. Und jo, werde morgen natürlich auch streamen. Heute ging es noch mir nicht so gut. Also es war einfach mit dieser Nervenkrankheit heute ein bisschen schlimmer. Und deshalb kommt einfach am Samstag, das für euch heute, ja, dann einfach ein Stream, zufällig. Also es wird wahrscheinlich, ja, wenn es gut geht, den ganzen Tag gehen. Einfach mal einschalten, wenn ihr Lust habt. Ja, und dann mal schauen. Ah ja, der Ding, der Golem hätte ich wegnehmen können. Stimmt jetzt. Weil der bekommt ja jetzt auch Infernal, ja, das ist Infernal Shade über. Aber gut, das ist noch ein Item gedrückt. Nein, das ist das andere Item. Okay. Ja, und dann können wir eigentlich, jo, sozusagen schon uns mal top vorbereiten. Für die andere Charakterklasse. So. Der Golem ist halt der Tank, den sollten wir eben mal noch lassen und. Dann haben wir noch den letzten Skill. Und der tut ja eigentlich den Minions Schaden, damit wir bessere Buffs haben. Dreadshade? Nein, nicht der Dreadshade, der andere, oder? Ich kann gleich mal kurz schauen, wenn es ruhig ist. Ja. Doch Dreadshade. Und Harvest auch noch. Dann haben wir also die Skelette auch bald weg. Ja, gut. Jetzt sind wir einfach ein bisschen langsam, weil die Magier halt schon echt viel Schaden gemacht haben. Das ist irgendwie auch gut so. Also gut so. Eben nicht so gut so, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Wir könnten uns jetzt schon besser vorbereiten. Ich brauche aber die Rüstung und die andere Rüstung muss ich noch holen. Also jetzt machen wir zuerst mal hier dieses Echo fertig und dann haben wir das eigentlich. Ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. So eine komplette Umskillung eigentlich. Schon fast. Also 3 von 5 Skills einfach mal weghauen. Und dafür neue Hochleveln ist ein bisschen schwer in so hohem Level. Da eben die Gegner auch ziemlich stark sind. Aber ihr seht es, es geht schon ziemlich schnell. Nur die Chance auf dieses Infernal Shade. Irgendwie ein bisschen gering. Vielleicht muss ich einfach die ganze Zeit spammen und so.
Also, was wir noch machen müssen, ist von den Rides diese Unstabilität wegmachen. Unbeweglichkeit sozusagen. Jo, müssen wir auch jetzt eigentlich direkt mal machen. Oder warte kurz, wir machen wenig Schaden. Ich lasse die mal noch, bis sie eigentlich überhaupt. Ja, der Bohnengolem muss auch weg. Ich könnte jetzt eigentlich alles umskillen. Ja, mache ich auch. Wirklich alles. Nein, richtig machen. Das da. So, alles umskillen. Und dann haben wir das. So, da müssen wir nach oben links, unten links und runter. Runter ist einfach die Area. Attack Speed. Ziemlich gut und das hilft. Unten drunter. Und hier. Oh, da reicht es nicht, die Punkte. Und dann machen wir halt diese auch weg. Aber jetzt ist eigentlich das so, dass wir da eigentlich mit dem Nahkampf natürlich angreifen müssen und dann auch Infernal Shade blocken, oder? Priorisieren müssen wir eigentlich noch nicht. Wir können Shards sammeln. Das ist weg. Hallo. Wir können Shards sammeln. Das ist dieses Skill hier. Also priorisieren vom Ding noch nicht. Und hier unten ist die Area. Das muss auch werden. Ah, da haben wir auch noch zu wenig. Okay, aber jetzt kommt das, wir verlieren jetzt Leben, dafür bekommen wir dieses Ward über. Da muss ich mal kurz schauen, wo die Rüstung denn ist. Die müsste eigentlich hier sein. Wie sieht sie denn aus? So ein bisschen rot, silbrig. Ja, der Drache hat immer noch Unübersichtlichkeit. Ist sie da? Eine Ex. Mach mal X. Dann sieht man die ziemlich gut. Ja, hier ist sie. So. Und dann haben wir, ja, sonst eigentlich nichts mehr, was wir brauchen. Eben diese Schuhe. Ja, Missing Health, das brauchen wir auch. Und das ist eher besser. So, und dann haben wir eigentlich alles. Unix, die wir brauchen, alle. Außer den einen Ring, den Knochenring, den brauchen wir dann später nicht mehr. Also, ich muss noch mal kurz schauen. Eigentlich alles, der Ring haben wir auch, genau. Ja, jetzt haben wir alles. Aber jetzt muss alles noch top werden. Und ihr seht es, wir haben sehr wenig Leben. Ah. Ich denke, ich mache jetzt mal weniger auf Schaden, dafür mehr auf Resistenzen, die müssen noch voll werden. Haben die irgendwie, ja, also Feuer ist vor allem sehr hoch, dadurch, durch den Ring wahrscheinlich. Aber die anderen müssen alle noch gemacht werden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich muss jetzt einfach nochmals craften. Und ihr wisst ja, das geht immer so wenig, also es geht einfach nicht gut voran. Oh, jetzt muss ich mal schauen, wie ich da Harvest am besten ausrüste. So. Also ihr seht, wir haben ganz viel Ward. Okay. Die Beatles kommen. Also wenn wir den Skill einsetzen, sollten eigentlich Wards gezündet werden, aber sie kommen irgendwie nicht. Sieht es hier oben links auch nicht gut. Lass mir das nochmals kurz in diesem anschauen. 3 Kills kann das sein, also ich muss mehr killen können. Aber es sieht schon gut aus, also der Bild geht schon mal vorwärts. Wie viele Schreine haben wir hier links? ja, ich muss noch ein bisschen weg. Mach das später. Wir skillen einfach später, wenn diese Teile kaputt sind. So. Und die Ward bleibt oben. Ward Retention haben wir jetzt natürlich noch nicht so viel extrem. Also müssen wir die anpassen.
die Items und so. Aber es bleibt irgendwie oben, wir sind safe. Ja. Genau, und eben der Golem muss noch weg, aber dann will ich eigentlich noch lassen, damit der die Gegner ein bisschen anlockt. Gut. So. Und ich tue einfach zum Mana aufladen jetzt mal. Ja. Die der Harvest nutzen. Also ich denke, ab jetzt ist der Bild wirklich sehr standhaft und stark. Ich schaue auch immer wieder auf die Health Leiste hier oben. Das ist irgendwie noch wichtig für mich. Ich traue einfach noch nicht den Worten. So. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu schwach, weil wir natürlich eben durch die Resistenzen starke Hits bekommen. So. Also der erste Schritt, also der zweitletzte Schritt sozusagen ist mal gemacht. Aber jetzt müssen wir einfach noch schauen, dass wir hier alles doch ein bisschen auffrischen. Genau, Area wollte ich machen. Und hier ist noch diese. Kein Health Decay, das ist auch gut. Welchen Skill haben wir denn sonst noch? Warden. Hä, hey, wir haben ja alle. Ich frage mich jetzt, wie weiter? Ja, wir haben ja einen Golem gar nicht. Der ist einfach nur noch hier, weil wir da den Skill ausgewählt haben. Ich tue jetzt einfach mal Dread Shade hier hin und was ist der andere noch? Was haben wir noch für einen Skill? Infernal Shade. So, jetzt. Dann ist also der Golem ganz weg, aber der ist ja sowieso... Ja, okay. Ist halt einfach nicht... durch Items gepowert worden und war halt immer ein bisschen verletzlich. Aber gut. Aber das ist recht umfangreich, wie es eine Umskillung ist. Das ist extrem. Also bei Harvest müssen wir da nur 3 Punkte einsetzen. Ich will aber mehr. Und dann einfach immer nur Crits, Minion-Crits, selber Crits. Okay, aber vor allem manchmal die W einsetzen. Und dort müssen wir wirklich 3 Punkte reinsetzen. Dann will ich doch nochmals einen Punkt hier hinsetzen. Also bei Teleport bekommen wir den. Und jetzt muss ich hier nochmals schauen. Also man bekommt einfach Rides über mit 12% Chance. Das ist noch ein bisschen gering. Und Infernal Shade when you are on of your Rides kills an enemy. Ja, also muss ich eigentlich hier Infernal Shade reintun und hier Dread Shade, damit wir da einfach auch manchmal Schaden holen. Hier ist ein Unique oben, aber wir gehen zuerst mal zu den Idolen, die brauchen wir auch noch. Ja, jetzt ist gerade sehr turbulent. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Es ist einfach so richtig heftig, ja. Okay, aber wir killen ja gut. Gut wie weit haben wir nicht. Boah, aber das ist. Habt ihr das gesehen, wie alles in Feuer aufging? Das ist schon ziemlich cool. Nice to show. Also jetzt haben wir auch Rides, die extremen Schaden machen. Und dafür haben wir. Ja, eigentlich gut. Können wir den Boss auch machen, wenn er immer auf uns zugeht? Heftigsten Schaden. Also Infernal Shade wusste ich schon immer, dass es ziemlich geil ist, aber Viable war es eigentlich nie. Aber durch diese Ghostmilk-Dolche hast du das Gefühl, ja, jetzt ist es wieder geblockt. Es wird einfach heftigst. Nur Mana-Probleme noch. Können wir irgendwie Rides günstiger machen? Ich glaube, er auch eher nach rechts, oder im Skate wie von den Rides. Das ist irgendwie. Ja, komisch. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen unnötig eingesetzt. Aber ich fühle mich safe. Das ist ein safer Bild. Also, wenn ich jetzt mal richtig belagert werde, dann möchte ich mal sehen, ob ich überlebe. Aber bei so viel Ward. Irgendwie nicht so ein Gefühl, dass ich da viel Schaden bekomme.
Ist auch gut so. Ja, dann werden wir einfach mal Tra mitnehmen zum Umwandeln in ein Legendary. Die ist einfach sehr viel Leben, sonst eigentlich so Gutes drauf, aber gut, brauchen wir. Ja, und jetzt können wir immer wieder ein bisschen gut skillen. Das ist ziemlich schlecht. Okay. Ne, wir haben mehr, also wir haben 7 und 8 Schaden. Schade nicht die richtigen, sonst wären sie ja dunkelgrün. Blaugrün. Nichts Gescheites. Also hier, oh, ich wollte, ja genau, einen Punkt dort noch machen. Und hier ist nichts mehr, aber für das, ja, das brauchen wir erst am Schluss, dann voll, na gut. Und hier geht es dann nach oben durch, ja, müssen wir. Ja, Mana-Effizienz, genau. Ja, ich hoffe einfach, dass es relativ gut dann geht. Ich brauche den Ring nicht. Haben wir irgendwie einen Resistenzring? Können wir hier mal kurz schauen, ob es irgendwie so einen Ring gibt? Nö. Was ist das? Ist auch ein Weißer, ja. Ist auch ein Weißer. Also, Ring. Hä? Ja, es ist momentan echt nicht leicht, da irgendwie... Was haben wir jetzt für einen Boss? Feuerboss. Also Feuer haben wir gut, Resistenzen. Es ist, glaube ich, einfach auch Physical, also Physical Resistenz hätte ich gerne. Aber ja, wenn wir den Ring wegmachen, haben wir wieder weniger Schaden bei den Rites. Und das ist ja eher, ich glaube, Cold Schaden, oder? Ja, Melee Cold Schaden, also es bringt gar nichts. Bisschen mehr Mana wäre gut. Ja, zum Beispiel Cold Resistenz, aber das brauchen wir nicht. Das wird jetzt nicht so oft kommen. 11 Mana Regeneration wäre cool. Bisschen mehr Speed. Einfach Elemental Resistenz. Ich hätte gerne einfach Physical Resistenz. Kriegen wir das irgendwie hin? Noch mehr Fire Resistenz? Nein. Irgendwas, komm schon bitte. Etwas schneller. Ein bisschen mehr Speed halt nochmals holen, aber da haben wir keine Resistenzen. Physical Resistenz nur 16, das will ich halt nicht. Physical Resistenz. Nein, wir finden einfach nichts Gutes genug und das ist ja auch Melee Damage, genau. Ja, jetzt haben wir einfach ein Problem. Ich habe nie die guten Items, oder einfach nur in Sicht Mana Regeneration Minion Damage kommt. Das ist der beste Ring. So, weiterkommen. Ich bin ein bisschen süchtig nach dem. Jo, ihr seht es auch, dass wir Cold haben, oder? Wir bekommen einfach zwischen alle 3 Sekunden bekommen wir Cold. Das macht uns nicht langsamer, glaube ich. Das ist doch schon, aber ziemlich gut. Oh, jetzt ist aber richtig. Also was ich jetzt eigentlich mache, ist einfach mal ein paar Skills spammen auch. Dass wir da ein bisschen mehr Schaden machen. Diesen Mana bekommen. Ja, die treffen natürlich mega weit daneben, das ist auch gut. Dass die immer geschossen haben. Das sind absolut schwieriger Bild gerade momentan. Also man muss einfach schauen, was man genau braucht. 7000 Schaden, jo. Ja, einfach mehr Mana, also es ist wirklich sehr, sehr Mana-hungrig gerade. Also die Rites muss ich irgendwie noch umstellen. Geht so nicht bei viel Mana. Aber ihr seht es, ein Rite macht schon viele Kills, also viel Schaden. Dann müssen wir eigentlich gar nicht so viele Rites beschwören auf einmal. Und bei großen Zähnengegnern tue ich einfach die Skills dann einsetzen. Ja, zum Beispiel das Skorpione dann auch noch angreifen zwischen, wenn sie schon spawnen. Ja, können wir also nicht gebrauchen. Wir haben ja noch diesen Minion Crit Unique Amulett Zeugs. Ja, sind jetzt gerade ein paar viele Gegner und dann ist es ein bisschen langsam. Überall Items. Oh. Okay, ein Crash. So ein Mist. Ja, liebes Last Epoche. Ich hab's in Swamp gepostet, gell?
wird hoffentlich etwas dagegen gemacht. Aber scheinbar geben sie keine Hilfe mehr. Steht zwar dort, ja, mach das und das, wenn es crasht. Das habe ich aber schon lange gemacht. Und ja, lade jetzt ein bisschen schneller, bitte. Das braucht ungefähr 2 Minuten. Aber ein bisschen länger. Ja, okay, die Chatlange ist halt bei Englisch noch recht. Machen wir so einen Crash. What the fuck? Muss mal kurz schauen. Testmanager. Dass da nicht mehrere Tasks offen sind. Nein, scheinbar nicht. Gut, dann müssen wir noch kurz warten. Also das größte Problem ist einfach, dass die Entwickler halt technisch eine Riesenniete sind. Schon seit 3, 4 Jahren halt mega, ja, die Spieler mit Lags und mit Crashes konfrontieren. Und niemand macht hatte, das denke ich, was jetzt mal Englisch. Und ja, das ist natürlich nicht gerade so gut für viele Spieler und Zuschauer, oder? Ist aber cool, die Rüstung, ne? Ist ein mega Hexenrock. So, also drinnen sind wir wieder. So. Jetzt schauen wir, ob es fehlgeschlagen hat, aber es war ja noch nicht das Unix, war das davor. Und eben lange Ladezeiten, wenn das Spiel gerade irgendwie gecrashed ist oder gerade einfach irgendwas los war, das Spiel überfordert hat. Und dann zwischendurch wieder ganz schnelle, also es ist nicht fehlgeschlagen. Ich gehe mal hier oben durch, das ist ein bisschen besser. Ja, und der fehlende Content, oder? Alle Spieler wollen irgendwie ja immer wieder End-Content und die Entwickler machen es halt nicht. Ist halt auch ein bisschen deprimierend, für mich eben nicht. Ich habe jetzt 1320 Stunden gespielt. Das ist eigentlich sehr viel für die meisten, oder? Ich habe aber meistens auch irgendwelche Sachen gemacht, studiert und so und habe es halt am Laufen gelassen. Also ich habe relativ wenig ja gespielt, das seht ihr ja. Ich da auch nicht viel weiter bin. Und jo, es ist halt einfach doch recht lange, wenn man auch nicht zusammen mit anderen Spielen spielt oder wenn man auch nicht gerade so speedrunnt wie die meisten. Bild macht richtig viel Spaß. Das sehe ich gerade in der Arena jetzt hier. Schaut euch mal den Board hier unten an, die Kugel ist ganz am Eskalieren. Ja, ja. Also ich finde ein Bild viel besser als vor. Also jetzt haben wir eigentlich auch dann noch die Möglichkeit, beim nächsten Monolithen dann die Items auf Legendary zu machen und so. Aber ich denke, wenn es wirklich geht, können wir auch... Oh, Multispatic. Okay, cool. Gerade gewundert, was da die reden da unten. Im Englischen ist immer etwas los. Okay, ist wieder gecrashed. So ein Müll, hey Gottchen. 1321 habe ich, okay. Stunden. Ich denke aber, Last Epoch wird langsam alt auf meiner Platte. Komm, laden Sie. Ja, wir haben jetzt aber auch schon 23 Minuten, oder? Das Spiel ist immer so nach 20 Minuten am kaputt gehen. Und deshalb kann ich halt wahrscheinlich auch keine Livestreams machen, aber wir werden ja mal sehen, dann einfach nochmal einen Test machen. Jo. Ich habe jetzt die Grafikeinstellungen wirklich sehr optimiert. Also ist halt wirklich jetzt nicht gerade so die Sache von den Grafikeinstellungen, sondern vom Spiel selber. Da eine coole Rüstung, so eine grüne, blau-grüne an der Kiste. Ich will aber die Arena noch machen, bitte. Es scheint schon cool, wenn so viele Feuerbälle irgendwie spawnen.
Ich habe sie geschafft, die Arena, aber habe keine Belohnung bekommen. Okay, aber das Unique, komm. Ich will einfach ein Unique haben, egal wie schlecht es ist. So, also ich muss mehr von diesem Harvest einsetzen, aber dafür muss ich noch das Gegner nehmen. Aber ja, die Gegner machen halt die Kills, also das bringt eigentlich gar nichts, Harvest einzusetzen. So ein Infernal Shade und das kostet viel Mana. Also am besten ist es wahrscheinlich einfach die Rides nochmal ein bisschen umzustellen. Aber jetzt habe ich schon fast Angst, das Spiel crasht wieder. Also müssen wir einfach noch mal kurz schauen, dass wir die weg fertig machen. Das ist schon. So wieder diese blöden Kult. Die machen Frostbite, oder? Spires machen Frostbite. Und das heißt halt, sie durchdringen die Kult-Resistenz. Ja, es geht nicht. Hä? Okay. Seht ihr das auch? Das ist ganz hellwort geworden. Also irgendwas mit der G-Force oder so stimmt bei diesem Game nicht. Okay, ich beende es jetzt, die Aufnahme. Es ist einfach gefreezed. Kann jetzt nichts mehr machen. Aber ja, ich hoffe, das wird auch mit dem Patch dann wieder besser. Und dann gibt es umso mehr von diesen Parts. Ja. Und ja. Gut. Ich werde ein bisschen Sacred bringen. Ein bisschen vielleicht Grim, ja. Titan Quest oder so, oder Diablo 4, wenn es geht. Aber da ist momentan ja auch ziemlich schlecht und die Spieler sind sehr demotiviert. Mal gucken, was ich alles bringen kann, gell? Bis dann, tschüss!